Neben dem neuen und sehr kompakten Akku-Exzenterschleifer, dem GX18V125, gibt es natürlich von Bosch auch noch eine noch kleinere, und zwar den GX12V125, also sozusagen noch kompakter und noch kleiner als der 18V125. Doch was hat dieser Mini-Akku-Exzenterschleifer hier von Bosch zu bieten, beziehungsweise wie er wirklich performt, das wollen wir uns heute einmal in diesem Test anschauen. Also lasst uns keine Zeit verlieren, falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden Geräte findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Ja, im heutigen Video geht es mal wieder um Akku-Exzenterschleifer, mal wieder um Bosch, aber nicht um die typischen 18-Volt-Geräte, sondern um die 12-Volt-Geräte, und zwar um den GX12V125. Sprich, es geht um dieses Gerät hier unten, denn den hier oben, also den 18-Volt-Exzenterschleifer, habe ich natürlich auch schon einmal ausführlich getestet und vorgestellt. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann schau es dir auf jeden Fall an. Ich werde es dir einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Außerdem, wenn ihr Bock habt auf einen Vergleich, sprich 18 Volt gegen die 12 Volt Variante, dann schreibt das gerne einmal unten in die Kommentare. Heute geht es also um die 12 Volt Variante und die kommt, wie man hier schon erkennen kann, in dem originalen Produktkarton. Das war bei mir so bei der 18 Volt Version nicht der Fall. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch gleich einmal hier mit einem Einblick auf die Produktspecs. Ihr seht, der gesamte Produktkarton ist natürlich hier voll mit Informationen, die das gesamte Werkzeug beschreiben. Aber ich würde sagen, die Informationen gehen wir nachher dann am richtigen Werkzeug durch, denn so ist es wesentlich interessanter. Also werfen wir einmal einen Blick in den Produktkarton und wie man erkennen kann, ganz oben natürlich die typische Bedienungsanleitung. Kann auf jeden Fall beiseite, denn wir interessieren uns natürlich für das Werkzeug darunter. Und wenn ich nun einmal hier den Exzenterschleifer raushole, sieht man schon, die Verpackungsdesigner bei Bosch haben sich hier auf jeden Fall den Kopf zerbrochen. Denn die Verpackung ist natürlich hier direkt für den Exzenterschleifer designt, beziehungsweise meines Erachtens nach auch ziemlich interessant und kreativ umgesetzt, beziehungsweise auch dadurch zu erkennen, der Akku-Exzenterschleifer hat hier wirklich einen sicheren Halt. Genug gefaselt über den Produktkarton, also hole ich hier einmal den Akku-Exzenterschleifer raus. So sieht er aus, der GX12V125, und passend dazu natürlich direkt aus dem Lieferumfang hier der Staubauffangsack und nicht zu vergessen dazu natürlich auch gleich ein Schleifpapier, und zwar ein 120er. Das war's, mehr ist nicht drin, also im Grunde genau das, was man auch zu der 18-Volt-Version dazu bekommt. Widmen wir uns also nun dem neuen Akku-Exzenterschleifer von Bosch in der 12-Volt-Version, und zwar der GX12V125. Und zwar der markanteste Gesichtspunkt dieser Variante ist natürlich die Größe bzw. das Gewicht. Erster Eindruck, nachdem ich also nun schon die 18-Volt-Version ausführlich vorgestellt und getestet habe, sieht die 12-Volt-Variante meines Erachtens nach 1:1 aus wie die 18-Volt, nur dass der Akkuschacht hier hinten abgeschnitten wurde. Naja, nicht ganz, also ein paar weitere Kleinunterschiede fallen mir hier auf jeden Fall noch auf. Und genau dadurch ist die 12-Volt-Variante, wie man aber auch eigentlich schon erkennen kann, schön kurz, bedeutet in Zahlen, wir haben hier eine Gesamtlänge von ca. 200 mm. Und damit verbunden aber auch das Gewicht, wollen wir doch einmal schauen, was der 12-Volt-Schleifer hier wirklich auf die Waage bringt. Und wie man erkennen kann, wir sind hier immer noch unter 1000 Gramm, wirklich Wahnsinn, plus dann hier natürlich auch den Staubauffangsack, sind wir insgesamt bei 1050 Gramm. Wahnsinn, ihr seht also, der 12-Volt-Akku-Exzenterschleifer hier ist wirklich unglaublich leicht und damit auch handlich. Das geringe Gewicht ist aber nicht ohne Grund vorhanden, denn wer das Video von der 18-Volt-Version schon gesehen hat, wird nun erkennen, die 12-Volt-Variante besteht hier ausschließlich aus Kunststoff. Bedeutet also meines Erachtens nach, dass diese Variante hier im Vergleich zur 18-Volt-Version vielleicht nicht einen ganz so wertigen Eindruck macht. Dies soll aber keinesfalls heißen, dass sich hier die 12-Volt-Variante billig anfühlt, sondern alles andere, dieses Gerät macht ebenfalls einen sehr hochwertigen Eindruck. Das fängt an bei der Verarbeitung hier der Kunststoffübergänge bzw. auch beim Gummi.
Das ganze Gerät ist natürlich aus Kunststoff, aber irgendwo muss ja auch das Gewicht gespart werden. Bezüglich der Handhabung bedeutet also, die 12-Volt-Variante ist hier unglaublich leicht mit Staubauffangbehälter, hier gerade einmal 1050 Gramm. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, aber normalerweise sagt man ja, bei Schleifern arbeitet das Gewicht für einen. Wie das dann nachher in der Praxis aussieht, werden wir dann im Test sehen. Bleiben wir gleich bei der Handhabung bzw. dem Komfort und wie man erkennen kann, hier hinten dran ein 12 Volt 3 Amperestunden Akku bzw. außerdem hier ersichtlich, mit diesem Akku richtet sich der Xcenda Schleifer vollständig auf. Gewichtsausgleich also auf jeden Fall top, sprich ich brauche dann hier nicht gegensteuern, weil der Schleifer ansonsten umkippen würde. Genauso der eigentliche Handgriff bzw. Handknauf, dieser wurde scheinbar 1:1 von der 18 Volt Version übernommen, bedeutet hier schön großflächig gummiert und natürlich auch abgerundet für eine angenehme Handhabung. Damit verbunden ist das Gerät also wirklich schön rutschfest, respektive ich kann von hier aus die Bedienelemente gut erreichen. Was gibt es denn hier überhaupt für Bedienelemente an der 12-Volt-Variante? Ganz vorn natürlich der On-Off-Button, genauso auch wie bei der 18-Volt-Version. Schön groß und gut zu erreichen. Damit verbunden die Drehzahlregulierung, umgesetzt durch dieses kleine Rädchen hier an der Seite. Insgesamt zur Verfügung stehen hier 6 Stufen von 6 bis maximal 10.000 Umdrehungen in der Minute. Was hingegen neu dazugekommen ist, sieht man schon darüber, und zwar eine Akkustandsanzeige mittels 3 grüner LEDs. Meines Erachtens nach auf jeden Fall ziemlich praktisch, denn die kleinen 12 Volt Akkus halten natürlich nicht allzu lange durch, beziehungsweise gibt es auch hier keine direkte Einheit, um den Akkustand abzulesen, deswegen hier die Akkustandsanzeige. Ansonsten, was gibt es noch zu sehen? Hier natürlich der Akkuschacht für die 12 Volt Akkus, brauche ich eigentlich nicht zu sagen, mal sehen, wie lange hier der 12 Volt 3 Amperestunden reicht. Ein Stück tiefer, dann hier die Absaugeinheit, wie gesagt, komplett aus Kunststoff, beziehungsweise hier auf der Rückseite der Absaugstutzen, entweder hier für den mitgelieferten Staubauffangsack oder mittels Click and Clean dann für den Staubsauger. Genauso wie bei der 18 Volt Version wollen wir doch nun einmal prüfen, was kommt denn hier wirklich an Luft raus, beziehungsweise was haben wir hier für Lautstärken, dazu hier das Dezibel. Messgerät und hier das Anemometer. Dazu außerdem natürlich in Stufe Nummer 6, also der höchsten der verfügbaren. Und dann wollen wir noch einmal schauen, was nun hier wirklich rauskommt. Abstand zum Dezibel-Messgerät übrigens 50 cm. Und wie man erkennen kann, ca. 21 km pro Stunde an Luftgeschwindigkeiten bei ca. 85 Dezibel. Kann sich diesbezüglich also meines Erachtens nach auf jeden Fall sehen lassen. Und last but not least, ganz unten der eigentliche Schleifteller. Wie gesagt, es ist ein 125 mm Gerät, bedeutet 125 mm Durchmesser. Dazu auch hier das mitgelieferte Schleifpapier, welches mittels Klett befestigt wird. Und keinesfalls zu vergessen, der Schwingkreis des Akku-Xcenda-Schleifers liegt bei dieser Variante bei 2,5 mm, also genauso wie auch bei der 18-Volt-Version. Soweit, so gut. Damit ist also nun alles zu dieser kleinen Maschine gesagt. Würde ich sagen, wollen wir doch einmal schauen, wie sie hier wirklich in der Praxis performt. So, damit wollen wir uns doch einmal dieses kleine Teil hier von Bosch genauer in der Praxis anschauen. Dazu hier der Staubauffangbehälter komplett leer, also hier ist noch kein einziges Staubkörnchen drin. Mal sehen, wie das Ganze nachher aussieht. Außerdem hier zur Sicherheit habe ich mir gleich einmal 2 Akkus besorgt und 2 12er mit 3 Amperestunden. Die sind frisch geladen, also komplett voll für die maximale Power. Und wir befinden uns hier auf der Stufe Nummer 6, also der höchsten Stufe. Und auch hier zu erkennen, der Akku ist komplett voll. Dann wollen wir noch mal sehen, wie viel Akkuladung wir hier wirklich benötigen oder ob der zweite überflüssig ist. Außerdem hier in Verwendung ein 40er Schleifpapier, 125 mm Durchmesser. Ja, dann wollen wir doch nun mal sehen, wie er hier wirklich abschneidet. Außerdem zu erwähnen, ich werde den Holzstamm hier insgesamt 20 Minuten bearbeiten. Dafür hier der Timer links auf meinem Smartphone.
Mal sehen, ob er hier wirklich mit dem einen Akku die 20 Minuten durchhält. Dazu hier drunter außerdem der schöne Eichenholzstamm. Mittlerweile ziemlich alt, also schön hart. Mal sehen, wie viel Material hier dieser Mini-Akku-Extender-Schleifer von Bosch wirklich abtragen kann. Bezüglich der Handhabung muss ich sagen, ist dieser 12 Volt Mini-Akku-Extender-Schleifer auf jeden Fall ziemlich angenehm. Angefangen mit den Vibrationen, die sind meines Erachtens nach ungefähr vergleichbar mit der 18 Volt Variante hier von Bosch, die ich auch schon getestet habe. Der direkte Vergleich dieser beiden Modelle wird dann hier noch Näheres zeigen, aber trotzdem vom Wechsel rechts-linkshand sind diese 20 Minuten auf jeden Fall noch erträglich. Weiter geht es bei der Führung. Hier muss ich sagen, fand ich den 12 Volt Akku Extender Schleifer zum Teil doch etwas ruppiger als die 18 Volt Version. Ich weiß nicht, woran das lag. Kann auch sein, dass er hier vielleicht einen schlechten Tag hatte. Aber das werden wir dann auch noch einmal im direkten Vergleich dieser beiden Geräte sehen. Trotzdem im Großen und Ganzen eine sehr, sehr angenehme Handhabung. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist, dass dieser Akku-Extender-Schleifer auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgeglichen ist. Denn wir haben hier hinten keinen großen Akku dran, der dann das ganze Gerät nach hinten drückt, sondern dieser kleine 12 Volt 3 Amperestunden wiegt seine paar hundert Gramm und das war's. Deswegen, das Gerät ist hier wirklich sehr, sehr gut ausgeglichen, beziehungsweise hat einen schönen mittigen Schwerpunkt. Ja, und das war's mit dem Akku. Der 3 Amperestunden ist leer. Das Gerät hat sich hier selbstständig abgeschalten. Restzeit 34 Sekunden. Also man kann sagen, mit 3 Amperestunden hält man hier locker 20 Minuten einmal durch. Nicht schlecht, würde ich sagen, für diesen kleinen Mini-Akku. Wir wollen uns aber nun einmal die Ergebnisse anschauen. Dazu hier einmal das komplette Gerät. Relativ sauber, also nicht unbedingt staubig hier nach 20 Minuten, würde ich sagen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Doch wollen wir nun einmal schauen, was hier wirklich im Staubauffangbehälter drin ist. Jetzt wird es interessant. Wie gesagt, ein 40er Schleifpapier habe ich hier verwendet. Und nun einmal die Ergebnisse. Für 20 Minuten doch schon ein beachtlicher Haufen hier an abgeschliffenem Material. Für die 12 Volt Variante also wirklich alle Achtung, wenn man sich das einmal hier genauer anschaut. Also wirklich Wahnsinn, was hier an Material abgegangen ist. Nicht schlecht, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dazu hier noch einmal der Akku. Wie gesagt, 20 Minuten, 3 Amperestunden. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Ja, so schnell kann es gehen. Ihr habt gesehen, dieser 12 Volt Akku Extender Schleifer hier von Bosch ist auf jeden Fall sehr, sehr leistungsstark. Also hier in 20 Minuten einiges an Material abgetragen. Von der Handhabung auf jeden Fall top, genauso wie von den Vibrationen. Die sind ebenfalls erträglich. Was man hier bei diesem Minigerät in Kauf nehmen muss, ist natürlich die Akkulaufzeit. Wie gesagt, 20 Minuten hier mit den 3 Amperestunden sind aber meines Erachtens nach vollkommen ausreichend. Und damit war's das auch schon. Mich würde einmal interessieren, was hältst du hier von diesem Mini-Akku-Extender-Schleifer von Bosch? Schreib es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Ansonsten, falls es dir gefallen hat, dann zeig es wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!